Verehrte Zuschauer, herzlich willkommen zu Die Deutsche Wirtschaft TV und einem Start-up-Gespräch mit einem Start-up-Unternehmer. Das ist ein bisschen ironisch gemeint. Wir reden mit Stefan Barth, Geschäftsführer, ja, eines der großen, wenn nicht der bedeutendsten Marktteilnehmer im Bereich des Hopfens. Und wenn ich sage, wir reden über Start-up, dann ist das so gemeint, dass Sie schon ein etwas älteres Unternehmen sind, aber die Irrungen und Wirrungen, die man eben erlebt als Familienunternehmen, auch miterlebt haben. Da würde ich gerne mit Ihnen ein bisschen drüber sprechen. Sagen Sie uns was zu Ihrem Unternehmen. Ganz kurz, wann entstanden und was war der Ursprung, was war die Start-up-Idee, die Hippe damals? Also das Unternehmen Jo Barth und Sohn entstand im Jahr 1794. Es wurde von einem Johann Barth gegründet, aber hauptsächlich für seinen Sohn. Der Startup-Unternehmer war nämlich damals schon 77 Jahre alt, sein Sohn 23. Der Vater hatte einen Textil- und Spezereienhandel, hatte auch eine Hausbrauerei und darüber kam er wohl mit dem Hopfen in Kontakt. Und ich denke, er hat sich gedacht, dass dieses Geschäft Zukunftspotenzial hat. Und er hat es seinem Sohn ermöglicht, in dieses Geschäft einzusteigen, weil er dachte, damit ist der Verdienst und die Zukunft seines Sohnes abgesichert. Wie wir heute wissen, geradezu eine visionär brillante Idee. Und einen Aspekt der Entwicklung Ihres Unternehmens will ich doch herausgreifen. Das ist eigentlich die ganz frühzeitige Globalisierung zu Zeiten, als das eigentlich noch nicht so ein richtiges Thema war. Da sind Ihre Vorgänger und Vorfahren quasi durch die Welt gefahren. Und das ist ein Thema, was heute auch noch wichtig ist für Ihr Unternehmen, Export. Also wir sind als Barth Haas Gruppe enorm exportlastig. Keine 10% unseres Umsatzes machen wir in Deutschland. Das heißt, die Welt ist unser Zuhause. Wir sind auch alle vielsprachig, unsere Mitarbeiter, wie auch wir als Gesellschafter. Wir können natürlich nicht 12 Sprachen sprechen. Also dafür haben wir dann auch natürlich Mitarbeiter. Von uns spricht keiner Chinesisch oder Russisch, aber wir haben Mitarbeiter, die dort geboren und auch aufgewachsen sind, die diese Sprachen sprechen und diese Märkte dann auch kulturell, mit kulturellem Verständnis auch kompetent bearbeiten. Und jetzt dieses Thema, ich sage jetzt mal Startup, also sich neu erfinden, das war etwas, was an vielen Stationen Ihrer Unternehmensgeschichte bedeutsam war. Also eine Sache, typisch ja geradezu natürlich für deutsche Unternehmen, quasi Stunde Null nach dem Krieg. Ja, in der Stunde Null war nicht mehr viel da, aber was wir hatten, war immer noch viel mehr, als wahrscheinlich 95% alle anderen übrig hatten. Man hatte immer noch ein paar Besitztümer und ja, es gab noch eine D-Mark-Eröffnungsbilanz, die positiv war. Man hatte auch noch irgendwelche alte Waren. Also man hatte schon eine Plattform zum Starten, aber es war natürlich im Vergleich zu dem, was mal da war, war nur noch eine Fraktion übrig. Jetzt werben Ihre Kunden, die Bierbrauer, ja üblicherweise damit Traditionsrezept seit 18, 1600 noch irgendwas. Gibt es denn trotzdem Innovationen in Ihrer Branche, die Sie herausfordern? Ja, also die Brauereien können sich nicht mehr nur darauf ausruhen, dass sie dasselbe Bier, was sie immer hergestellt haben, heute und morgen auch weiter erfolgreich verkaufen können. Auch Brauereien müssen ständig sich dem verändernden Kundengeschmack anpassen. Die Craft-Beer-Bewegung hat unheimlich viel geschmackliche Impulse gebracht. Andere Branchen im Alkoholbereich, auch im alkoholfreien Bereich, bringen ständig neue Impulse. Also die Brauer sind sicherlich im Moment unter höherem Innovationsdruck als in der Vergangenheit. Und wir können helfen. Wie sieht das eigentlich, ein kleiner Einblick vielleicht in Ihre unternehmerische Praxis, wie sieht denn das aus? Sie kriegen Hopfen geliefert aus allen Märkten oder vor allem aus Deutschland. Und was sind dann die Produkte, die Sie quasi weiterverkaufen an Ihre Kunden? Wie sehen die aus? Sind das Pflanzen? Also wir kaufen Rohhopfen quasi aus aller Welt. Hier in Deutschland ist natürlich Deutschland für uns der wichtigste Beschaffungsmarkt. In den USA für unsere dortige Firma, John Haas, ist USA der wichtigste Beschaffungsmarkt. Wir holen uns die Hopfen rein. Sie müssen sich vorstellen, getrocknete Dolden, die, wenn Sie sie anlangen, eine etwas klebrige Hand hinterlassen durch die Harze, die darin enthalten sind. Und diese Produkte verarbeiten wir dann entweder in Pellets oder Extrakte, also das sind die Basisprodukte, und von dort aus oft auch weiter in Öle oder auch sonst wie veränderte Produkte, die ganz spezielle Eigenschaften dem Bier verleihen. Jetzt ist in so einer Unternehmensgeschichte, und kann es ja auch nicht sein, ein paar Punkte haben wir gerade genannt, nicht immer alles rosig. Es gab auch jetzt Anfang des Jahrtausends quasi eine Marktkrise und eine schwierige Situation. Wie haben Sie sich da herausgezogen als Familienunternehmen? Was waren das für Erfahrungen, die Sie gemacht haben dort? Ja,
dass natürlich ein hoher sehr hohe Resilienz ist vorhanden. Der Wille, überleben zu wollen, der Wille, man will nicht der Letzte sein, der das Licht ausmacht, das treibt einen dann an, auch wenn es unheimlich mühsam ist und man auch sehr viel an sich selber zweifelt, ob man es packt, ob der Weg der richtige ist. Aber es ist vor allen Dingen, ich würde sagen, es ist ein Überlebenswille gepaart mit Veränderungswille. Und was sind jetzt die Aussichten in Ihrem Markt? Was sind die Visionen, die Ihr Unternehmen hat? Geht es vor allem jetzt um, sagen wir mal, Bestandserhalt auch? Wollen Sie ein solides Unternehmen bleiben? Gibt es da Expansionspläne? Was sind so die Visionen, die ein Unternehmer wie Ihnen in so einem traditionellen, doch in so einer sehr traditionellen Branche umtreibt? Also wir sind ja die letzten Jahre sehr stark gewachsen, schon fast zu stark gewachsen, sodass wir auch ein Stück weit schon fast erschöpft sind. Wir wollen natürlich gerne jetzt erstmal das halten, was wir haben und uns dann überlegen, was können wir sonst noch tun, um gesundes Wachstum auch für die Zukunft sicherzustellen, weil Wachstum brauchen wir schon in gewissem Maße. Unternehmen, die nicht wachsen, tun sich sehr schwer, neue Mitarbeiter reinzubringen. Das heißt, die verdörren dann oft auch von der Innovationskraft, von der Veränderungsbereitschaft her. Insofern, Wachstum an sich ist kein sinnvoller Wert, aber Wachstum hilft, ständig wieder neues Blut reinzubringen und das hält Unternehmen jung. Also insofern ist ein gewisses Wachstum notwendig und das wollen wir schon haben. Wobei wir jetzt erstmal erste Aufgabe ist, das zu halten, was wir uns erarbeitet haben und dann überlegen, wo kommt Wachstum in der Zukunft her. Letzte Frage, wenn wir schon jemanden haben, der quasi in seinen Genen oder in seiner Kultur diese ganze Geschichte mitgetragen hat. Was würden Sie sagen, was sind so die Erfolgsgeheimnisse, auch die Familie zusammenzuhalten, aus Ihrer Erfahrung für ein Familienunternehmen, um diese Kontinuität auch zu bewahren, aber die Menschen ändern sich, es kommen ja neue Generationen rein. Wie handeln Sie das bei sich im Unternehmen? Was ist das für ein Miteinander? Also ich muss sagen, sehr viele neue Impulse sind bei uns im Unternehmen durch meine Cousine Regine Barth gekommen, die gerade hinsichtlich Personal und Organisationsstruktur und wie Menschen miteinander umgehen müssen, komplett neue Ansätze hineingebracht hat, die auch umsetzt. Da habe ich also auch persönlich sehr, sehr viel gelernt. Tut dem Unternehmen sehr gut. Und da bin ich dann auch sehr zuversichtlich, dass wir mit diesem Weg Menschen und menschliches Miteinander anders zu sehen als in der Vergangenheit, viele Fehler, die man vielleicht früher gemacht hat, nicht wiederholt. Und dass A, die Gesellschaft, aber auch Gesellschafter und Mitarbeiter eine starke Einheit bilden, die dieses Unternehmen dann einfach als familiengeführtes Unternehmen vor andere Unternehmen bringen wird. Das ist also meine Meinung. Vielen Dank. Interessantes Gespräch. Dankeschön, Zuschauer. Bis zum nächsten Interview.